Ein Supervulkan regt sich und die Wissenschaftler in den USA sind sehr besorgt. Und es ist nicht der Yellowstone. Wenn dieser Ausbruch geschieht, dann würde das die ganze Welt verändern. Wir schauen uns das ganz genau an, wie wahrscheinlich der Ausbruch ist und wann man damit rechnen muss. Wenn ihr es interessant findet, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Denn dadurch kriegen wir den Algorithmus dazu, dieses super wichtige Thema noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Ein unruhiges Grollen unter der Erde, seismische Aktivitäten und eine Region, die sich langsam verformt. Sind das die Vorboten eines bevorstehenden Ausbruchs eines Supervulkans? Die Rede ist nicht vom bekannten Yellowstone, sondern von einem anderen amerikanischen Supervulkan, der Long Valley Caldera im Osten von Kalifornien. Habt ihr noch nie von gehört? Dann wird Zeit, denn dieser Supervulkan ist höchst aktiv und hat das Zeug, die Welt in ziemliches Chaos zu stürzen. Die Long Valley Caldera besteht oberflächlich aus einem imposanten Krater östlich der Sierra Nevada, daher auch der Name, denn eine Caldera bezeichnet eine rundliche Vertiefung, die durch vulkanische Aktivität entsteht. Und bei der Long Valley Caldera handelt es sich um die nach dem Yellowstone zweitgrößte Caldera der USA und damit um eine der größten Calderen der Erde. Ist Calderen der richtige Plural? Caldere, Calderii? Diese heutige Caldera und die charakteristische Landschaft entstand durch einen super heftigen Ausbruch vor 760.000 Jahren. Damals wurden 1400 Kubikkilometer Asche, pyroklastisches Material und Lava ausgeschleudert. Das führte zu einer gewaltigen Ascheablagerung, die weite Teile von Ostkalifornien bedeckte und bis nach Nebraska reichte. Ich meine, schaut euch das Gebiet mal an. Durch diesen Ausbruch ist eine Delle entstanden, die 540 Quadratkilometer groß ist und im Vergleich zur umliegenden Region 300 bis 1000 Meter eingesenkt ist. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie apokalyptisch diese Eruption gewesen sein muss. Gut, jetzt werden aber vielleicht einige von euch sagen, ja na und, das war vor hunderttausenden Jahren, wen juckt's? Es sieht leider so aus, als könnte ein erneuter Ausbruch bevorstehen. Falls es so kommt, sollte man gut genährt sein. Deswegen habe ich mich für dieses Video mit Jewel zusammengetan. Ich drehe meine Videos im Planetarium. Und wenn ich da so richtig in schwarze Löcher, Exoplaneten oder Supervulkane versunken bin, ist keine Zeit nach draußen zum Essen zu gehen. Da hilft mir Jewel. Die Gerichte von Jewel müssen nur noch aufgewärmt werden, wie die Magmakammer von Long Valley und sind innerhalb von 8 Minuten essfertig. Kein langes Kochen, kein Schnibbeln, einfach aufwärmen und essen. Ich als großer Freund der italienischen Küche, der jedes Jahr lange Zeit in Sizilien lebt, habe natürlich hohe Maßstäbe und kann sagen, dass die Jewel-Gerichte unfassbar lecker sind. Die Pasta Siciliana, die schmecken wie frisch in Bella Italia im Ristorante. Da werden jetzt einige von euch sagen, tiefgekühlt kann gar nicht so gut schmecken. Bah. Oh doch, dank Flash Freezing bei minus 45 Grad bleiben Geschmack und Nährstoffe geschützt. Die Zutaten sind überwiegend regional und Jewel verzichtet auf künstliche Aromen, Zusatzstoffe und Industriezucker. Das macht den riesigen Unterschied zu anderen Tiefkühlprodukten aus und liefert euch die ideale Nährstoffbalance. Ihr braucht auch im Büro mal ein schnelles, aber richtig gutes Essen. Oder abends, wenn ihr nach Hause kommt, wollt ihr nicht mehr kochen, aber auch nicht auf Qualität verzichten. Oder wenn draußen außerhalb des Bunkers ein vulkanischer Winter tobt, dann probiert Jewel aus. Mit meinem Code ASTROTIM bekommst du 10% Rabatt auf deine erste Jewel-Bestellung. Das Beste, Jewel ist kein Abo. Du suchst dir schmackhafte Gerichte aus wie Linguine mit Hokkaido-Kürbis oder Tandoori-Chicken. Die werden dann zu deinem Wunschtermin auf Trockeneis gekühlt zu dir nach Hause oder ins Büro geliefert. Jede Bestellung unterstützt meinen Kanal und meine Arbeit im immens, ist also wirklich Win-Win. Deswegen probiert es jetzt einfach mal aus und mit meinem Rabattcode spart ihr richtig. Das steht auch unten nochmal unter dem Video und im angepinnten Kommentar. Und nun wohlgenährt zurück zu den Vulkanen. Das US Geological Survey betreibt ein eigenes Observatorium, das Long Valley Observatory, kurz LVO, um die Aktivität der Caldera zu überwachen. Man ging lange davon aus, dass der Supervulkan eine lange Ruhepause eingelegt hat und dass keine wirklich große Gefahr drohen würde. Aber wie auch in jedem Katastrophenfilm war das natürlich trügerisch. Schon die ganzen letzten Jahrzehnte haben sich die geologischen Bedingungen verändert. Die seismische Aktivität stieg nach und nach an und in den letzten Jahren nimmt das Ganze beunruhigende Ausmaße an. Der Geophysiker Ashton Flinders vom US Geological Survey sagt, unsere Daten legen nahe, dass es seit den letzten Eruptionen vor 760.000 Jahren signifikante Magmaeinströme gegeben hat. Das bedeutet, dass der Supervulkan möglicherweise nicht so inaktiv ist, wie bisher angenommen wurde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das beunruhigt mich schon so ein bisschen, denn nachdem wir eben gehört haben, wie massiv der Ausbruch vor 760.000 Jahren war, ist klar, dass ein erneuter Ausbruch dieses Kalibers
durch die Freisetzung von Asche globale Auswirkungen hätte. Der Südwesten der USA würde natürlich am meisten in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber auch global würde der Flugverkehr zusammenbrechen und es könnte sogar zu klimatischen Veränderungen kommen. Das sieht auch der Geophysiker Bürger Gottfried Lühr vom Deutschen Geoforschungszentrum so und sagt, sollte der Ausbruch eine ähnliche Größenordnung wie vor 67.000 Jahren haben, muss man mit globalen Auswirkungen rechnen. Also ist es dringend Zeit, der erhöhten Aktivität der letzten Jahre auf den Grund zu gehen. Kündigt sich hier ein Ausbruch an? Oder könnte es auch andere Ursachen geben? Ein Forschungsteam um den eben schon erwähnten Geophysiker Ashton Flinders hat sich das mal ganz genau angeschaut. Ihr veröffentlichtes Paper habe ich euch natürlich unter dem Video verlinkt. Sie sehen zwei mögliche Vorgänge im Inneren des Vulkans als potenzielle Ursache für die Anhebung der Erdoberfläche in der jüngeren Vergangenheit. Möglichkeit 1. Der flüssige Magmakern nähert sich der vollständigen Aushärtung. Das würde mit einer Ausdehnung des kälter werdenden Gesteins einhergehen und so die Erdoberfläche anheben. Das wäre also die optimistische Variante. Demnach erleben wir nur die langsame Beruhigung des Vulkans und eine Eruption wäre unwahrscheinlich. Dann gibt's aber leider noch Möglichkeit 2. Im Inneren staut sich durch Gase und flüssiges Magma, das nicht entweichen kann, Druck an. Dieser Druck könnte sich mit einem Ausbruch entladen. Tja, und welche Variante ist es nun? Bitte Möglichkeit 1, bitte Möglichkeit 1. Leider eher Möglichkeit 2. Verdammt! In der Forschungsarbeit heißt es, obwohl wir nicht zwischen magmatischer Intrusion und der Mobilisierung von ausgeschiedenen Fluiden als treibende Kraft für die jüngste Anhebung am Long Valley unterscheiden können, können wir schlussfolgern, dass das mittelkrustale Reservoir immer noch schmelzreich ist. Geologen neigen dazu, sich kompliziert auszudrücken. Das soll heißen, ob die Ursache für die jüngsten seismischen Aktivitäten das ist, konnte man nicht herausfinden. Aber man hat festgestellt, dass im Inneren des Vulkansystems tatsächlich noch jede Menge Magma brodelt. Von Inaktivität oder Ruhephase keine Spur, denn es geht noch weiter und jetzt kommt's. Wir schätzen, dass das Reservoir derzeit genügend Schmelze enthält, um einen weiteren Supervulkanausbruch zu unterstützen, der in der Größe mit dem Caldera-bildenden Ausbruch vor 67.000 Jahren vergleichbar ist. Der Vulkan ist also weiterhin aktiv, enthält jede Menge Magma und die Masse dieses vulkanischen Materials ist außerdem insgesamt groß genug, um einen apokalyptischen Ausbruch zu verursachen. Das sind doch die Ergebnisse, die man sich in seiner Forschungsarbeit wünscht. Das heißt aber natürlich noch nicht, dass eine größere Eruption jetzt direkt vor der Haustüre steht. Um da die Gefahr besser einschätzen zu können, müsste man viele weitere Faktoren genauer untersuchen. Es sollen weitere Bohrungen vorgenommen werden, um herauszufinden, ob die geschmolzene Magmamasse in einem großen Einzelreservoir gesammelt liegt oder ob sie sich auf mehrere kleine Reservoirs verteilt. Eine Eruption hängt außerdem davon ab, ob das Reservoir weiterhin von neuen Magmazuflüssen aus dem Erdinneren gespeist wird. Und falls ihr jetzt noch nicht genügend beunruhigt seid, kommt noch was hinzu. In der Nähe der Long Valley Caldera gibt es noch andere, extrem junge Lavafelder entlang der nahegelegenen Mono Inyo Kraterkette. Also völlig unabhängig von der Aktivität der Long Valley Caldera selbst, gibt es noch andere Magmataschen in der Gegend. Und die alleine sind schon aktiv genug, um zum Beispiel für starke Erdbebenschwärme zu sorgen. Folgerichtig wird die gesamte Region der Long Valley Caldera vom US Geological Survey als sehr hohe Bedrohung eingestuft, der höchsten Risikokategorie, die von der Behörde verwendet wird. Es bleibt also spannend und vorerst ist die einzige Option, die seismische Aktivität weiter zu beobachten. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, sobald irgendwas geschieht, aber damit ihr es nicht verpasst, solltet ihr unbedingt meinen Kanal abonnieren. Ist absolut kostenlos, ihr verpasst nie wieder ein galaktisches Video und helft mir, mein großes Ziel von 300.000 Abonnenten zu erreichen. Vielen, vielen Dank, Leute. Gar nicht so weit weg von der Long Valley Caldera, vor der Westküste der USA, befindet sich die Cascadia Subduktionszone. Hier kam es in der Vergangenheit zu Unterwasserbeben, die gigantische Tsunamis ausgelöst haben. Und auch hier sind die Wissenschaftler beunruhigt und halten einen Megatsunami für möglich, der je nach Richtung die Westküste der USA oder auch Japan stark in Mitleidenschaft ziehen könnte. Wie hoch hier die Gefahr ist und wie es zu sogenannten Megathrust-Erdbeben kommt, das erfahrt ihr im angezeigten Video. Schaut es euch unbedingt mal an. Und wenn ihr euch mit leckerem, hochqualitativen Essen versorgen und meine Arbeit unterstützen möchtet, dann klickt unten links auf den Link des Sponsors Jewit. Jede Bestellung hilft meinem Kanal sehr. Also Win-Win, Leute, probiert es doch einfach mal aus. Vielen Dank und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.